Ja, herzlich willkommen. Da werden Sie sich jetzt vermutlich wundern. Delegieren war das letzte Stichwort vom Herrn Trommer und delegiert hat er jetzt den restlichen Teil des Skripts, bevor ich dann nachher auch nochmal an meine Frau weitergeben werde. Wir wollen uns jetzt also, nachdem Sie sich über Führungsstile unterhalten haben, angucken, was machen wir denn mit unserer Probezeit? Wie organisieren wir die Probezeit idealerweise? Dazu auch hier im Skript. Was Dauer hatten wir schon gesagt? Kann ich mich gut erinnern, Minimum 1 Monat, Maximum 4 Monate. Das wollen wir uns hier nochmal angucken. Die Auszubildenden sollen in der Zeit möglichst viele verschiedenartige Themen und Aufgabenstellungen bearbeiten, um ja, das Berufsbild kennenzulernen und sie auch die Möglichkeit haben, einfach zu sehen, wie stellt sich der Auszubildende, die Auszubildende hier an, was sind die Themengebiete, die besonders Spaß machen und der Auszubildende eben einen breiten Überblick auch bekommt. Ziel, ja, Sie prüfen, passt der Auszubildende zu uns und in das Berufsbild und umgekehrt soll natürlich auch der, die Auszubildende gucken, ist es der Job, den Sie wirklich die nächsten Jahre machen wollen. Wie machen wir das? Hier dürfen Sie wieder ein bisschen mitschreiben. Was sind die Ziele der Probezeit? Natürlich, die kommen aus der Schule, haben bisher wenig Erfahrung gesammelt im Berufsleben. Das heißt, da sind vielleicht auch die ein oder anderen Ängste. Ja, man kommt aus der sicheren Umgebung des Klassenzimmers mit lauter Gleichaltrigen plötzlich in die Erwachsenenwelt und stellt fest, ja, da bin ich jetzt eben der Jüngste, der Kleinste. Das heißt, ein Ziel könnte auch sein, Ängste zu nehmen. Dann Orientierung erleichtern. Wir haben in den Aufgaben, haben Sie das ein oder andere Mal auch schon entdeckt, es geht immer wieder darum, wie organisieren wir unsere Einführungswoche, was machen wir mit unseren Auszubildenden da, damit die sich leichter im Betrieb orientieren können. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was für einen Betrieb haben wir, wenn Sie in der Daimler AG sind, mit zigtausend Beschäftigten und vielen, vielen großen Gebäuden und Büroräumen und Komplexen, da kann allein der Weg zur Kantine vielleicht schon eine Herausforderung sein, was beim kleinen und mittelständischen Unternehmen dann eben viel leichter geht. Bekommt man leichter den Überblick. Also Orientierung geben, alle Leute kennenlernen, damit man sich im Betrieb und oder auf dem Werksgelände auch einfach mal gut zurechtfindet. Erfolgserlebnisse ermöglichen. Erfolgserlebnisse ermöglichen wir am einfachsten, indem wir, und da haben wir mit Sicherheit auch beim Thema Führung der Trommer mit Ihnen darüber gesprochen, unsere Arbeitsaufträge auch so formulieren, dass sie dem Wissensstand unseres Mitarbeiters, also in dem Fall unseres Auszubildenden, entsprechen, um so möglichst schnell Erfolgserlebnisse auch zu bekommen. Das funktioniert nur, wenn wir entsprechend den Führungsstil anpassen und unsere Arbeitsaufträge klar und deutlich formulieren. Unsicherheiten abbauen, Ängste nehmen, das sind so die Punkte, die an vorderster Front stehen. Unsicherheiten, ja, man weiß noch nicht so richtig, wie soll ich mich verhalten. Sie erinnern sich, mit großen Augen und Ohren sind die im Betrieb unterwegs und da gilt es einfach, Orientierung auch zu geben. Mit welchen Maßnahmen erreichen wir das am leichtesten? Hier wollen wir uns einfach mal ein paar notieren. Viel besprochen schon die Einführungswoche. Sie erinnern sich dran, wenn Sie einen Betriebsrat haben, dann müssen Sie den da mit einbeziehen. Sie fragen also den Betriebsrat, bevor Sie irgendwie eine Einführungswoche veranstalten. Es gäbe die Möglichkeit, vielleicht auch Paten zu bestimmen, das heißt unserem Auszubildenden, unserer Auszubildenden jemanden zur Seite zu stellen, die in den ersten Wochen und Monaten für Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht und so ein bisschen Unterstützung auch gibt. Eine Einführungsveranstaltung, das wäre jetzt die abgespeckte Form einer Einführungswoche, vielleicht einfach nur eine Tagesveranstaltung zu machen, wo man so ein bisschen was über die Unternehmensgeschichte erzählt, die einzelnen Abteilungen mit ihren Verantwortlichen vorstellt, was ein bisschen über Ziele, Werte, Visionen der Firma auch erzählt und vielleicht auch einfach mal einen Rundgang durch den Betrieb macht, die Geschäftsleitung vorstellt, ähnliche Dinge, damit die mal wissen, mit wem haben sie es hier überhaupt zu tun. Orientierungsrundgang, ja, wie soll ich mich im Betrieb zurechtfinden? Dazu muss ich mich einfach orientieren, das heißt, wie finde ich in die Kantine, wo finde ich was im Gebäude? Ja, da macht ein Orientierungsrundgang viel Sinn. Hier auch die bzw. die leittextgestützte Betriebserkundung, immer eine sehr gute Möglichkeit, sich im Betrieb zu orientieren, weil die Auszubildenden hier spielerisch mehr oder weniger selber sich zurechtfinden müssen.
Das erreichen wir durch diese Leittextmethode. Wie die genau funktioniert, gucken wir uns jetzt dann nachher gleich noch an. Ist eine sehr handlungsorientierte Methode. Handlungsorientiert übrigens auch ein sehr, sehr gutes Wort, wenn es darum geht, nachher das richtige Kreuz zu setzen. Also Leittextmethode, handlungsorientiert, die Azubis. Sie können sich vorstellen, so ein bisschen wie eine Schnitzeljagd durch den Betrieb. Also statt, dass einer vorne wegrennt und dann sagt, hier haben wir die Abteilung XY mit Herrn, Frau so und so, wird der Betrieb von den Auszubildenden anhand eines Leittexts mit verschiedenen Aufgabenstellungen selbst erkundet. Infobroschüre, ja, so ein bisschen Informationsmaterial den Auszubildenden mit anhand zu geben, ja, über Unternehmensziele, Werte. Corporate Social Responsibility ist hier auch ein Stichwort, das bei vielen Unternehmen ganz oben steht, für welche Werte steht das Unternehmen und all diese Dinge. Einführungswoche am neuen Arbeitsplatz oder Einführung am neuen Arbeitsplatz insgesamt, mit welchen Arbeitsmitteln wird gearbeitet, welche Software kommt zum Einsatz, hier den Auszubildenden Überblick zu verschaffen und zu sagen, okay, wie wird bei uns gearbeitet, wie funktioniert das mit dem internen Mailverkehr beispielsweise oder eben in der Lehrwerkstatt, wo finde ich welche Maschinen, welche Werkzeuge und vor allem auch welche Sicherheitsvorschriften sind an der Stelle zu beachten. Das sind alles Dinge, die wir schon in der Probezeit und vor allem zu Beginn auch der Probezeit organisieren sollten, um die Azubis hier sicher an die Hand zu nehmen, um unsere Ziele, die wir oben genannt haben, wie Ängste nehmen, Erfolgserlebnisse ermöglichen, entsprechend zu erreichen. Ja, nach der Probezeit wollen wir dann mal weitergehen und nun betriebliche Lern- und Arbeitsaufgaben entwickeln. Hier ist mal wieder eine kleine Übersicht für Sie, wenn es darum geht, betriebliche Lern- und Arbeitsaufgaben zu entwickeln. Warum machen wir das? Wie machen wir das? Was ist das Ziel? Einmal wollen wir natürlich unsere Schlüsselqualifikationen fördern. Da haben Sie von meiner Frau schon mal vorne beim Thema Lernbereiche einen kleinen Einblick bekommen, welche Schlüsselqualifikationen gibt es überhaupt. Das wollen wir jetzt hier nochmal ganz kurz anschneiden. Dann natürlich Lernbereiche kennen, die kennen Sie schon. Nochmal kurz zur Wiederholung, wir haben da einen für die Hände, den psychomotorischen, für alles, was wir unseren Fähigkeiten im Kopf merken, den kognitiven. Und dann haben Sie noch eins mit dem Herz als Bild, nämlich alles, was die innere Einstellung angeht, den affektiven Lernbereich. Sie haben kennengelernt die didaktischen Prinzipien, wie wir die anwenden, also Jugendgemäßheit beispielsweise, auch da, falls Sie die nicht mehr präsent haben. Ganz wichtig auch für Ihre praktische Unterweisung, dass Sie einfach wissen, welche didaktischen Prinzipien Sie wie bei Ihrer Unterweisung angewendet haben. Dann die Lernzielestufen, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wie es um das Thema Ausbildungsrahmenplan geht. Welche Lernziele kann ich wo aus dem Ausbildungsrahmenplan entnehmen? Wie ist nochmal die Lernzielhierarchie? Gucken wir uns nachher nochmal an. Und vor allem auch, wie formuliere ich richtig ein Feinlernziel oder auch ein sogenanntes operationalisiertes Feinlernziel? Methoden auswählen. Welche Methode passt eigentlich am besten zu welchem Unterweisungsthema? Auch eine spannende Frage. Und wir wollen uns natürlich damit beschäftigen, welche Lernmethoden gibt es überhaupt. Zwei haben Sie ja schon ein bisschen näher kennengelernt, nämlich die Vier-Stufen-Methode und das Lehrgespräch. Nun wollen wir mal gucken, was gibt es da sonst noch so. Und dann eben Handlungskompetenz entwickeln. Handlungskompetenz entwickeln, ja, was ist überhaupt Handlungskompetenz und wie machen wir das? Und da wollen wir jetzt gleich mal weiter gucken. Handlungskompetenz entwickeln heißt Handlungsorientierung, berufliche Handlungskompetenz und Schlüsselqualifikation. Das sind so die Zauberwörter einer modernen Berufsausbildung. Das heißt, unsere Welt verändert sich ja ständig. Ja, wir sind, wenn Sie gucken, wie war Ihr Berufsbild vor 10, 15 Jahren, kann man vermutlich mit dem, was Sie heute tun, fast nicht mehr vergleichen. Und genau darum geht's. Darauf sollen Sie Ihren Auszubildenden vorbereiten. Sie wollen also einen selbstständig mitdenkenden Menschen in Ihrer Ausbildung formen, der eine berufliche Handlungskompetenz hat, also handlungsorientiert, selbstständig mitdenkend arbeitet. Darum geht's. Und dazu brauchen wir eben Schlüsselqualifikationen, ja, die wir schon kennengelernt haben. Ja, und nur so können wir unseren Auszubildenden fit machen für die Herausforderungen der Zukunft. Lassen Sie uns dann gleich mal weitergehen zu den Schlüsselqualifikationen, beziehungsweise bevor wir uns die genauer angucken,
nochmal den vollständigen Handlungsprozess. Also wie sieht überhaupt so eine vollständige Handlungsorientierung in der Ausbildung aus? Und dann haben wir so einen mehrstufigen Prozess. Nämlich es geht los mit der Zielbildung. Und hier sollen die Auszubildenden bereits mit einbezogen werden. Also statt das Lernziel der Unterweisung immer von außen vorzugeben, wirken die Auszubildenden bereits bei der Zielbildung mit. Also was das Ziel der heutigen Unterweisung wäre, ist dann nicht durch den Ausbilder vorgegeben, sondern die Auszubildenden arbeiten gemeinsam mit dem Auszubildenden, mit dem Ausbilder oder im Kreise der Auszubildenden das Ziel der heutigen Unterweisung. Also mitwirken bei der Zielbildung wäre der erste Punkt. Wenn es dann darum geht, die Ausführung oder das Erreichen des Ziels zu planen, kommen wir zum zweiten Punkt der Planung, dann sind auch hier die Auszubildenden federführend. Die planen also selbstständig. Selbstständig ist an der Stelle ein sehr gutes Wort. Selbstständig die Erfüllung, die Strukturierung der Arbeitsaufgabe. Sie entscheiden danach, unter Umständen durch Mitwirken des Ausbilders, der das alles nochmal kritisch hinterfragt, aber sie entscheiden auch wieder selbstständig über den Lösungsweg. Also nachdem sie sich gemeinsam mehrere Lösungsalternativen erarbeitet haben, entscheiden wieder die Auszubildenden, unter Umständen durch Mitwirken des Ausbilders, über den richtigen Lösungsweg. Also die Auswahl des Lösungsweges ist Aufgabe der Auszubildenden. Dann kommen wir zur Ausführung. Auch die Ausführung wird selbstständig durch die Auszubildenden durchgeführt. Und die Kontrolle findet auch als Selbstkontrolle statt. Das heißt, statt dass der Ausbilder kommt und sagt, richtig oder falsch, bekommen die beispielsweise eine Musterlösung und reflektieren selbstständig ihren Arbeitserfolg. Und der wird dann im nächsten Schritt gemeinsam mit dem Ausbilder nochmal kritisch hinterfragt. Aber alles passiert selbstständig. Und das wäre jetzt ein Modell der vollständigen Handlung. Vollständige Handlung, weil die Auszubildenden von der Zielbildung bis zur kompletten Abwicklung und der Kontrolle die Führung behalten, also selbstständig arbeiten. Deswegen auch handlungsorientierter Prozess. Alle Handlungen werden durch die Auszubildenden ausgeführt. Das wäre dann auch der Kritikpunkt, der eventuell am Lehrgespräch oder der Vier-Stufen-Methode vorzubringen wäre. Die dienen sich ganz gut für die Vermittlung einfacher Tätigkeiten, weniger für die handlungsorientierte Vermittlung, weil eben der Lösungsweg entweder erfragt wird oder vorgemacht wird, was null handlungsorientiert ist. Okay. Diesen Prozess werden wir uns nachher auch dann nochmal angucken, wenn es um die Leittextmethode geht. Das ist nämlich eine sehr handlungsorientierte Unterweisungsmethode. Also handlungsorientiert, Leittext ist ein Wortpaar, das gut zusammengeht. Vorher aber jetzt, wie gesagt, nochmal der Ausflug über die Schlüsselqualifikation, die Sie ja auch aus dem kleinen Einschnitt meiner Frau bereits kennengelernt haben zum Thema Lernbereiche und Schlüsselqualifikation. Hier also nochmal kurz zur Wiederholung und noch ein paar Beispiele unten drunter, was in die jeweilige Schiene gehört. Fachkompetenz, das dürfen Sie sich dann auch wieder mitnotieren, wäre also das Fachwissen, logisches Denken, Entscheidungsfähigkeit, Lernfähigkeit, Fremdsprachen oder Allgemeinwissen. Alles kognitive Fähigkeiten, die hier in der Fachkompetenz wiederzufinden sind. Die Methodenkompetenz, hier haben wir dann Arbeitstechniken, Kreativitätstechniken, Lerntechniken, Organisationstalent, Zeit- und Aufgabenmanagement, alles Dinge, wo Techniken hinten dran hängen oder irgendwelche Methoden, sind meistens Methodenkompetenz. Und Sie sehen schon, es ist nicht wirklich ganz trennscharf. Selbstverständlich brauche ich, um eine Zeit- und Aufgabenmanagement-Methode anwenden zu können, also besonders gutes Zeitmanagement machen zu können, auch gewisse kognitive, also eine gewisse Fachkompetenz im Bereich der Zeitplanung. Es geht also das eine nie so richtig ohne das andere. Deswegen wollen wir ja auch bei unseren Unterweisungen immer alle Schlüsselqualifikationen fördern und fordern. Auf der anderen Seite haben wir dann noch die Sozialkompetenz. Sozialkompetenz wäre Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kritikfähigkeit, dann auch Empathie. Empathie, ein Fremdwort, das Sie vielleicht an der Stelle schon mal gehört haben sollten, ist also die Fähigkeit, sich in einen anderen Menschen reinzuversetzen. Wenn ein Mensch sehr empathisch ist, kann er den Schmerz
eines anderen nachempfinden. Wenn Sie also abends im Fernsehen diese witzigen Shows sehen, wo private Videos eingereicht werden, wo irgendjemand vom Fahrrad stürzt oder von der Schaukel fällt und Sie beim Zugucken einmal so die Augen zusammenkneifen und sich praktisch vorstellen können, dass das jetzt schmerzhaft war, dann waren Sie in dem Moment empathisch. Natürliche Empathie haben vor allem auch Kinder, wenn das Kleinere der beiden auf die Nase fällt und der größere Bruder, eben meistens so im Bereich 3 bis 5 Jahre, plötzlich auch anfängt zu heulen. Dann hat er den Schmerz des kleineren Geschwisterleins nachempfunden und das ist Empathie, die Fähigkeit, sich in jemanden anderen reinfühlen zu können. Und eben Konfliktlösungskompetenz. Das wären so die sozialen Fähigkeiten. Die lassen sich auch jetzt bei unseren Unterweisungen, die Sie in der praktischen Prüfung machen, im Lehrgespräch beispielsweise oder in der 4-Stufen-Methode, weniger gut fördern. Also hier bedarf es zum Beispiel einer Projektmethode oder einer Gruppenarbeit, um hier mehr Sozialkompetenz fördern zu können. Im Lehrgespräch oder in der 4-Stufen-Methode ist es hauptsächlich die Kommunikation mit Ihnen als Ausbilder und vielleicht auch die Kritikfähigkeit, wenn es darum geht, mal einen Fehler zu machen. Aber auch hier, wir fördern immer auch die Sozialkompetenz. Sie sollten also zu allen drei Kompetenzen in der Lage sein, auch zu Ihrem Unterweisungsthema die jeweiligen zu benennen. Also machen Sie sich mal ein paar Gedanken, welche Kompetenzen Sie in Ihrer Unterweisung wie fördern. Die Frage ist jetzt natürlich, wie fördern wir diese Schlüsselqualifikation optimalerweise? Und das wollen wir uns auch mal gemeinsam angucken. Also Fragestellung, wie schaffen wir das? Für Sie zum Mitschreiben, ganzheitliche Aufgaben stellen. Ganzheitliche Aufgaben stellen, daran sehen Sie aber auch schon, da brauchen wir beim Auszubildenden einen gewissen Reifegrad. Der Auszubildende muss also schon gewisse Fachkompetenz auch mitbringen. Ansonsten können wir ihm ja keine ganzheitlichen Aufgaben stellen, sondern dann haben wir einzelne Arbeitsaufträge, wie füllen Sie mal dies auf, füllen Sie mal das auf, machen Sie dies, tun Sie jenes. Das sind keine ganzheitlichen Aufgaben, sondern das heißt wirklich auch so ein bisschen Arbeit und Aufgaben schon in kleineren Bereichen zu delegieren. Dann haben wir eine ganzheitliche Aufgabenstellung, wie beispielsweise Sie sind für den ganzen Obstblock verantwortlich oder für den und den Bereich im Laden, wie auch immer, ganzheitlich. Lösungen selbst finden lassen, also statt die Lösung von Ausbilder vorzugeben, lassen wir den Auszubildenden die Lösung selber finden. Also wir machen eben keine 4-Stufen-Methode, wo wir sagen, hier, ich mache es vor, lieber Auszubildender, Sie machen es nach, sondern die Lösung soll selber gefunden werden. Dann können wir diese Schlüsselqualifikation idealerweise fördern. Fehlerkultur. Fehler sind erlaubt. Ja, da werden Sie jetzt vielleicht ein bisschen irritiert gucken und sagen, Fehler sind erlaubt. Wichtig ist natürlich schon, er soll nicht den gleichen Fehler 5-mal hintereinander machen, sondern die Fähigkeit, dann aus seinen Fehlern auch zu lernen. Das ist das, was wir hier fördern wollen. Aber grundsätzlich muss klar sein, wenn ich mal einen Fehler mache, dann bleibt der Kopf trotzdem dran. Ja? Nur, ich muss dann auch zu meinen Fehlern stehen und ich muss die Bereitschaft haben, aus Fehlern zu lernen. Einmal ist keinmal, 2-mal ist einmal zu viel. Vorbildfunktion des Ausbilders. Ja, auch hier. Über Vorbild des Ausbilders haben wir schon viel gesprochen, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr sagen. Sie sollen natürlich auch vorleben, was Sie von Ihren Auszubildenden wollen. Ja, also hier nicht ständig nach irgendwelchen Vorschriften und Paragraphen suchen, sondern eben Problemlösungen erarbeiten und so wie Sie das als Firmenkultur auch vorleben, so wird mit Sicherheit dann auch Ihr Auszubildender geprägt werden, Ihre Auszubildende. Mit welchen Methoden geht es jetzt besonders gut? Viel gesprochen habe ich schon über die Leittextmethode, zu der kommen wir dann auch gleich, und natürlich die Projektmethode. Unterschied zwischen Leittext und Projektmethode ist mehr oder weniger im Bereich, in dem wir ausbilden, begründet. So kommt die Leittextmethode häufiger im technisch-gewerblichen Bereich zum Einsatz, während die Projektmethode eher im kaufmännischen Bereich sich wiederfindet. Und zu den beiden Methoden wollen wir jetzt mal kommen, die schauen wir uns gemeinsam mal an. Lassen Sie uns mit der Projektmethode starten. Für die Projektmethode brauchen wir einen sinnvollen, einen komplexen Lerngegenstand. Ja, da haben wir hier so ein paar Charakteristika, ein paar Bedingungen aufgeschrieben, die wollen wir mal gemeinsam durchgehen und uns dann vielleicht über die ein oder andere Möglichkeit unterhalten, wie können Sie in Ihrer Firma, in Ihrem Bereich ein Projekt umsetzen.
Ganz wichtig, Grundvoraussetzung ist natürlich, dass unser Auszubildender, unsere Auszubildende über gewisse Methodenkompetenz, Fachkompetenz, aber auch soziale Kompetenz bereits verfügt. Deshalb Projektmethode ist seltener im ersten Lehrjahr angewandt, dann eher im zweiten, dritten, Ende des zweiten und im dritten Ausbildungsjahr, wo es dann wirklich darum geht, alles Erlernte an Fachkompetenz dann zusammenzufügen und auf komplexe Situationen anzuwenden. Bedingungen für ein Projekt, die erfüllt sein müssen: Es muss eine komplexe Aufgabenstellung sein, die zeitlich begrenzt ist. Das Ergebnis muss brauchbar und verwendbar sein. Es muss möglichst viele zu erlernende Teilfertigkeiten beinhalten. Es soll Fertigkeiten und Kenntnisse vermitteln. Es sollen alle Lernbereiche angesprochen werden. Es soll zur Bearbeitung in der Gruppe dienen, wobei Gruppe für mich nicht zwangsweise notwendig ist. Wenn Sie jetzt in Ihrem Betrieb nur einen Auszubildenden, nur eine Auszubildende haben, auch dann sollten wir uns vielleicht mal Gedanken machen, was könnte jetzt als Projekt für unsere eine Auszubildende möglich sein. Und es soll den Auszubildenden viel Raum für Selbstständigkeit und Kreativität lassen. Auch hier wieder Selbstständigkeit, Kreativität, also Handlungsorientierung in der Ausbildung. Was können hier die Beispiele sein? Einrichten einer neuen Abteilung. Also eine Projektabteilung für irgendwas Spezielles. Da müssen wir uns einfach ein paar Gedanken machen, vielleicht auch Einführung eines neuen Produktes oder eine Verkaufsförderungsaktion für ein neues Produkt. Also wie könnte eine Marketingkampagne aussehen? Das wäre doch eine spannende Geschichte, wo sich Ihre Auszubildenden mal drum kümmern können. Oder auch Messestand auf der nächsten Job- und Karrieremesse. Also wenn es darum geht, neue Auszubildende anzuwerben. Niemand kennt die Zielgruppe besser als Ihre Auszubildenden. Niemand weiß mehr, worauf die anspringen. Wie soll der Messestand aussehen? Das wäre ein spannendes Projekt. Ja, was ansonsten, welche Giveaways wollen wir auf der Messe? Mit welchen Botschaften wollen Sie auf sich aufmerksam machen? Und. Also das wären alles gute Möglichkeiten, ein Projekt zu machen. Im Einzelhandel gibt es das häufiger, dass man sagt, okay, unsere Auszubildenden im dritten Lehrjahr leiten für einen bestimmten Zeitraum eine ganze Filiale. Selbstverständlich ist da noch ein Ausbilder mit dabei, der das Ganze, ich sage mal, supervised und überwacht. Aber auf der anderen Seite, die ganzen Arbeiten in der Filiale werden selbstständig, selbstverantwortlich von den Auszubildenden durchgeführt. Aber natürlich, wie schon angesprochen, brauchen wir da bereits entsprechende Kenntnisse. Anderes Beispiel wäre Firmenzeitschrift, Mitarbeiterzeitschrift. Ja, übergeben Sie doch die Redaktion so einer Mitarbeiterzeitschrift mal an Ihre Auszubildenden. Was sind die Themen? Interviews mit der Geschäftsführung zu irgendeinem aktuellen Thema. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie soll die gestaltet sein? Und all diese Dinge. Das wäre auch so ein Projekt, wo die eine ganzheitliche Aufgabenstellung bewältigen. Oder, wir haben auch gesagt, das sollte vielleicht auch für den einzelnen Auszubildenden was sein. So haben wir bei uns im Haus beispielsweise die Möglichkeit geschaffen. Wir haben auf unserer Webseite, der ein oder andere hat es ja vielleicht auch schon gesehen, einen Internetshop, wo wir Lehrmittel noch vertreiben. Also unsere Audio-CDs und Lernkarteikarten, die Sie ja bereits gut kennen, die sind dort nochmal zu erwerben für Menschen, die sich für einen Kurs bei einem anderen Bildungsträger entschieden haben. Es ist jetzt nicht so das wahnsinnige, riesengroße Geschäft, aber das ist ein komplexer, abgegrenzter Bereich und das Shop-Management übernimmt dann immer unsere Auszubildende, wenn sie entsprechend Berufserfahrung bei uns im Unternehmen bereits gesammelt hat. Die wird also dann Shop-Managerin für diesen kleinen Bereich, nimmt die Bestellungen entgegen, produziert die Lehrmaterialien, verpackt die, schreibt die Rechnungen und kontrolliert hinterher auch entsprechend den Zahlungseingang. Also ein doch recht komplexer Lerngegenstand, der dann in die Verantwortung der Auszubildenden übergeht. Und natürlich sind die dann auch ein bisschen stolz, wenn die für diesen einzelnen Bereich dann komplett auch die Verantwortung im Unternehmen übernehmen. Das wäre also Projektmethode. Da brauchen es auch Sie als Ausbilder vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen Fantasie, Kreativität und sich ein paar Gedanken machen, was bei uns im Unternehmen würde sich für so ein Projekt eignen. Ja, dann die zweite Methode hatten wir schon angesprochen, Leittextmethode. Da wollen wir jetzt dazu kommen. Technisch-gewerblicher Bereich, da kommt sie zur Anwendung. Und wenn Sie jetzt diesen
Kurs sich angucken, um zu sagen, okay, ich bereite mich auf die Ausbilderprüfung vor, dann kann ich Ihnen nur zwingend anraten, sich diese 6 Schritte, die wir jetzt gemeinsam durchgehen würden, auch zu merken. Die müssen Sie einfach können. Und lesen Sie mir bei der Aufgabe immer ganz genau, um wen geht es jetzt gerade? Sprechen wir über den Ausbilder oder die Auszubildenden? Wer macht was in welcher Stufe? Außerdem, auch wichtig, wenn wir mal vom Modell der vollständigen Handlung sprechen, dann ist das auch die Leittextmethode. Modell der vollständigen Handlung oder Leittextmethode, genau das Gleiche. Wie funktioniert es? Immer 6 Stufen. Wir starten mit der Information. Das heißt, der Ausbilder übergibt den Leittext an die Auszubildenden. Die Auszubildenden analysieren diesen Leittext und erfassen die Problemstellung. Der Ausbilder macht am Anfang die Begrüßung, motiviert, führt so ein bisschen auf das Thema hin und steht ansonsten natürlich für Fragen zur Verfügung, verschafft Zugang zu zusätzlichen Informationsquellen, aber ansonsten wird der Text einfach nur an die Auszubildenden übergeben und die erarbeiten sich jetzt gemeinsam, nämlich dann im zweiten Schritt, die planen die Aufgabenstellung. Also die Auszubildenden planen selbstständig den Arbeitsplan. Um dann in der dritten Stufe, und jetzt erinnern Sie sich vielleicht an unseren Ablauf vorhin, ist ganz ähnlich, nur dass wir eben hier 6 Stufen haben. In der dritten Stufe entscheiden die Auszubildenden ebenfalls selbstständig. Das Einzige, was der Ausbilder hier macht, ist, er wirkt mit. Mitwirken ist also ein sehr gutes Wort bei der Entscheidungsfindung mitwirken. Und ja, er berät sich hier mit den Auszubildenden. Auf gar keinen Fall trifft er die Entscheidung. Selbstständiges Durchführen des Arbeitsauftrages, auch hier, die Auszubildenden führen den Arbeitsauftrag selbstständig durch. Alles machen sie alleine, der Ausbilder beobachtet nur von außen und passt auf, dass eben nichts passiert, keine Unfallverhütungsvorschriften missachtet werden und ansonsten eben nichts schiefläuft. Er greift nur im Notfall ein. Selbstkontrolle, mit Hilfe eines Kontrollbogens prüfen die Auszubildenden ihr Arbeitsergebnis selbst und abschließend im 6. Schritt, im Auswertungsgespräch, wird das Ganze dann, diese Selbstkontrolle, wieder analysiert, reflektiert, gemeinsam mit dem Ausbilder. Manchmal haben Sie Glück und Ihre Aufgabenstellung in der Prüfung sieht wie hier aus. Da haben Sie nämlich dieses Bild mit dabei, diesen Kreislauf und der schwarze Mann, auf den müssen Sie achten, das sind nämlich immer Sie. Der schwarze Mann ist entweder im Kreis oder außerhalb vom Kreis. Je nachdem, wo er ist, wirken Sie mit oder eben nicht als Ausbilder. Sie sind im Kreis in Stufe 3 und in Stufe 6. Hier wirken Sie mit bei der Entscheidung und wenn es darum geht, die Selbstkontrolle zu bewerten. Ansonsten sind Sie außerhalb, sind Beobachter, kümmern sich darum, dass die Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden, dass nichts passiert, stehen mit Rat und Tat zur Seite, verschaffen den Zugang zur Information und ansonsten sind die Auszubildenden im Zug. Die planen selbstständig, die entscheiden selbstständig, die führen selbstständig aus, kontrollieren selber anhand des Beurteilungsmaßstabs und bewerten, wird dann reflektiert gemeinsam mit dem Ausbilder. Also wie gesagt, die 6 Schritte prägen Sie sich ein. Das ist das Modell der vollständigen Handlung oder auch die Leittextmethode. Und dann achten Sie mir in der Aufgabenstellung bitte immer darauf, geht es um den Ausbilder oder um die Auszubildenden? Und manchmal ist es auch nur so, dass Sie gucken müssen, in welcher Stufe bin ich denn überhaupt gerade. Die Antwort klingt also super plausibel, nur leider wäre es die für Stufe 3. Wir sind aber in Stufe 2. Das ist so ein bisschen die Herausforderung bei diesen Aufgaben. Aber das werden Sie dann nachher gleich sehen, wenn Sie wieder ein bisschen üben, lernen durch Versuch und Irrtum machen und einfach mal die ersten Testkreuze setzen. Dann, nachdem wir uns die Leittextmethode jetzt auch angeguckt haben, lassen wir uns nochmal zu den Lernzielen kommen. Wie Mark Twain so schön immer sagt, nachdem Sie Ihr Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten Sie Ihre Anstrengung. Wozu brauchen wir überhaupt Lernziele? Lernziele geben natürlich Orientierung. Orientierung, wo wollen wir hin? Wo wollen wir am Ende der Unterweisung ankommen? Orientierung geben soll natürlich auch Motivation erzeugen. Das heißt, der Auszubildende soll, und das machen wir ja dann auch immer in der ersten Stufe,
der Vier-Stufen-Methode oder zur Begrüßung, zur Einleitung. Es soll eine Motivation beim Auszubildenden erzeugt werden. Warum ist das, was ich heute lernen darf, so wichtig und was kann ich damit später in der Berufspraxis bzw. im Job weiter anfangen? Und es ist natürlich auch die Grundlage und Voraussetzung für eine Kontrolle. Ich kann den Lernerfolg ja nur kontrollieren, wenn ich vorher ganz klar festgelegt habe, was wir am Ende der Unterweisung erreicht haben wollen. Also wir halten fest, es soll Orientierung geben, es soll Motivation erzeugen und es ist die Grundlage für den Soll-Ist-Vergleich, also für unsere Kontrolle. Wo kriegen wir die Ziele jetzt her? Darüber haben wir schon ausführlich gesprochen, nämlich aus dem Ausbildungsrahmenplan. Zielhierarchie schauen wir uns dann auch gleich nochmal an. Wenn es jetzt darum geht, Ziele aber konkret zu formulieren, bedienen wir uns immer ganz gern der SMART-Formel. SMART-Formel geht so. Startet mit S für spezifisch, konkret. Das heißt, das Ziel soll widerspruchsfrei formuliert sein. Geht weiter mit M für messbar. Das heißt, wir brauchen auch irgendein Kriterium, an dem wir nachher feststellen können, wie wir das Ziel erreicht haben. Irgendeine Bedingung. Aktivieren, das heißt, es soll irgendwie eine kleine Herausforderung dahinter stecken. Wenn von vornherein schon klar ist, das Ziel erreichen wir auf jeden Fall, dann kommt da wenig Motivation auf, wenig Aktivität. Soll also aktivieren sein. Es soll R wie realisierbar sein. Im umgekehrten Schluss, wenn es zu sehr aktivierend ist, wir also gar nicht wissen, wie wir es erreichen sollen, ist fast unrealistisch erscheint, dann ist die Motivation natürlich auch wieder null. Und es muss zu guter Letzt auch terminiert sein, mit einem Termin versehen, mit einem konkreten Endzeitpunkt, zu dem dieses Ziel erreicht sein soll. Dann ist es ein gut formuliertes Ziel nach der SMART-Formel. Wie geht es jetzt mit den Zielen, mit der Zielhierarchie? Schön ist, wenn Sie sich einfach nochmal Ihren Ausbildungsrahmenplan raussuchen. Gucken Sie einfach nochmal, wo Sie den haben. Sie erinnern sich, Hausaufgabe war ja, Ausbildungsrahmenplan besorgen. Den legen Sie sich jetzt einfach mal nebenhin, wenn wir über diese Zielhierarchie sprechen. Und da haben Sie immer in der ersten Spalte mit den vollen Werten das Hauptziel oder auch das sogenannte Thema. In unserem Beispiel hier die Lagerung. Danach immer noch entsprechend in der ersten Spalte bzw. zweiten Spalte, wenn in der ersten Spalte die Nummerierung steht, das sogenannte Richtlernziel. Hier dann immer mit den Punkten 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 und so weiter. Richtlernziele wären hier beispielsweise die Warenannahme, die Warenlagerung und die Bestandsüberwachung. Abgeleitet aus diesem Richtlernziel, und das finden Sie dann in der dritten Spalte, sind unsere Groblernziele, die dann immer mit den kleinen Buchstaben im Alphabet bei A beginnen bis E, F, je nachdem, wie groß so ein Lernzielblock dann eben ist, entsprechend formuliert sind. In unserem Beispiel wäre das zum Beispiel die Organisation des Lagers und der Arbeitsabläufe, die beschreiben zu können, wäre ein Groblernziel, das sich aus dem Richtlernziel der Warenlagerung ableitet. Aus diesen Groblernzielen bis hierhin steht alles im Ausbildungsrahmenplan. Aus diesen Groblernzielen heraus formulieren Sie nun Ihre Feinlernziele oder auch das sogenannte operationalisierte Feinlernziel. Und wie das geht, gucken wir uns auf der nächsten Folie an. Operationalisiertes Feinlernziel heißt, wir haben hier den gewünschten Endzustand, das Ergebnis unserer Unterweisung. Und dafür brauchen wir immer drei Dinge. Wir brauchen ein beobachtbares Endverhalten. Wir brauchen die Rahmenbedingungen, die dem Auszubildenden dazu zur Verfügung stehen müssen. Mit Hilfe von was soll er dieses beobachtbare Endverhalten erzeugen? Und wir brauchen einen Beurteilungsmaßstab. Woran können wir jetzt feststellen, dass das Ziel erfüllt ist? Dann haben wir ein gutes, operationalisiertes Feinlernziel. Drei Bedingungen. Also das beobachtbare Endverhalten, die Rahmenbedingungen und der Beurteilungsmaßstab. Lassen wir uns dann ein Beispiel angucken. Hier zum Beispiel formuliert, nach dieser Unterweisung sind Sie in der Lage, selbstständig und fehlerfrei neu eintreffende Ware nach warenkundlichen Gesichtspunkten in das Sortiment einzupflegen.
Das wäre praktisch das Lernziel, das Feinlernziel, das Sie in der ersten Stufe oder in der Begrüßung der Einleitung Ihrer Unterweisung so formulieren. Starten Sie den Satz auch ruhig mit nach dieser Unterweisung, dann haben die Prüfer gleich den Link und sagen, ja, okay, Lernziel genannt, Checkliste, Haken, die Punkte haben Sie dann sicher. Jetzt gucken wir mal, wie sieht es damit aus? Beobachtbares Endverhalten. Er ist in der Lage, selbstständig und dann kommen wir auch schon zum Beurteilungsmaßstab, selbstständig unfehlerfrei, eintreffende Ware, warenkundlichen Gesichtspunkten. Also ob er das richtig ins Regal einsortiert, das kann ich natürlich beobachten. Der Beurteilungsmaßstab ist fehlerfrei. Und die Bedingung dafür wären eben die warenkundlichen Gesichtspunkte. Die muss er natürlich kennen. Also Sie sehen, diese drei Kriterien werden in dem Fall erfüllt. Ihre Aufgabe ist es jetzt, für Ihre Unterweisung in der praktischen Prüfung ein entsprechendes operationalisiertes Feinlernziel zu formulieren. Dafür haben Sie dann auch unten auf der Seite entsprechend Platz. Tragen Sie da einfach Ihr Ziel schon mal ein und gucken Sie, dass die drei Kriterien erfüllt sind. Und bedenken Sie bitte auch, an dem Ziel werden Sie dann auch gemessen, nämlich entweder in Stufe 3 beim Nachmachen oder eben bei der Lernerfolgskontrolle im Anschluss an das Lehrgespräch müssen Sie bzw. Ihr Auszubildender ja dann beweisen, dass Sie das Unterweisungsziel erreicht haben, nämlich dass der Auszubildende genau das kann, das zeigt, was Sie hier als Ziel definiert haben und festgelegt haben. Feinlernziel formuliert. Dann lassen Sie uns mal weiter gucken. Was wir nämlich noch brauchen, ist unsere Lernzielstufung, auch die sogenannte Lernzieltaxonomie. Taxonomie ist wieder eins so ein Fremdwort, das müssen Sie sich jetzt an der Stelle einfach merken. Am einfachsten geht es vielleicht, Sie machen das mit einer kleinen Eselsbrücke. Lernzieltaxonomie klingt ja so ähnlich wie Taxi. Und wenn Sie ins Taxi einsteigen, passiert was als allererstes? Genau, die Uhr fängt an zu steigen, die Uhr läuft. Und genau darum geht es ja auch, nämlich das Anspruchsniveau unserer Ziele steigt. Lernzieltaxonomie sind also die verschiedenen Anspruchsstufen unserer Lernziele. Das sind insgesamt 4. Die 4 sehen so aus. Wir starten mit der Reproduktion. Und das heißt, es ist einfach nur Nachmachen. Nachmachen wie bei Ihnen in der 4-Stufen-Methode. Was man also als Kritikpunkt anbringen kann, bei der 4-Stufen-Methode werden meistens eben auch Themen vermittelt, die ganz einfach sind, weil es wird nichts anderes gemacht, wie nur reproduziert. Hat natürlich keinen hohen Anspruch, kein hohes Anspruchsniveau an den Lernenden. Anders ist es dann schon beim zweiten, da geht es um die Reorganisation. Ich habe also den einen Fall gelernt und muss es jetzt auf einen anderen Fall anwenden. Ich muss mich reorganisieren. Nächster Fall wäre dann der Lerntransfer. Das ist dann schon viel anspruchsvoller, komplexer. Beim Lerntransfer muss ich das anerlernte Wissen, das neue Wissen auf einen komplett anderen Bereich neu anwenden und mein Wissen transferieren eben. Transferdenken, Lerntransfer, schon hohes Anspruchsniveau dann. Und das Allerhöchste ist der kreativ problemlösend denkende Auszubildende, also unser handlungsorientierter Auszubildender. Das ist sozusagen das absolute Ziel unserer Berufsausbildung, das wir erreichen wollen. Sie sehen auch, mit dieser Lernzielstufung, die soll natürlich auch dem Reifegrad des Auszubildenden angepasst werden. Also vollkommen klar, dass wir am Anfang der Ausbildung, im ersten Ausbildungsjahr, hauptsächlich uns im Bereich der Reproduktion und Reorganisation bewegen werden. Und mit steigendem Reifegrad des Auszubildenden dann eben auch den Lerntransfer in die Ausbildung mit einbeziehen und dann am Ende der Ausbildung hoffentlich an den Punkt kommen, wo unser Auszubildender kreativ problemlösend auch tätig wird. Das ein oder andere Beispiel haben wir Ihnen hier mit runtergepackt. Reproduktion, wer also der Azubi kennt, den Aufbau des Sortiments. Im Einzelhandel heißt es nichts anderes, wie er weiß, wo welches Produkt im Laden steht. Bei der Reorganisation kann der Auszubildende den Sortimentsaufbau bündeln und er findet sich im Sortiment schon gut zurecht. Ist vielleicht dann sogar schon in der Lage, Ware selbstständig im Laden entsprechend zu verräumen. Und beim Lerntransfer kann er die Prinzipien sinnvoll anwenden. Das heißt, wenn ein neuer Artikel mit der Lieferung kommt,
wäre hier in der Lage, den im Sortiment richtig einzubauen und neben den reinen Sortimentskenntnissen vielleicht auch noch Preisgefälle und andere Dinge mit zu berücksichtigen. Auf der vierten Stufe ist er dann kreativ, problemlösend, selbstständig tätig. Das heißt, hier in unserem Fall kann er eine komplette Neueinrichtung eines Ladens vornehmen oder zumindest dann Teilbereiche, Saison- und Aktionsaufbauten selbstständig durchführen und hier wirklich kreativ, problemlösend tätig werden. Also, Sie merken sich vier Stufen: Reproduktion, Reorganisation, Lerntransfer, kreativ, problemlösend. Das wären die vier Stufen, die Sie kennen müssen. Und Sie sollten natürlich auch in der Lage sein, Ihr Thema einer entsprechenden Stufe zuzuordnen. Und ich vermute mal, wenn Sie ein Lehrgespräch oder eine Vier-Stufen-Methode für Ihre praktische Prüfung wählen, dass Sie sich eben auf den beiden untersten Stufen bewegen werden. Dementsprechend wird vermutlich auch Ihr Lernziel eher dem ersten Ausbildungsjahr oder dem Beginn des zweiten Ausbildungsjahres zugeordnet sein. Ja, ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen zum Thema Lernziele und darf jetzt wieder weiter übergeben an meine Gattin, die Ihnen noch ein bisschen mehr erzählen wird zu den verschiedenen Lernbereichen und den verschiedenen Lernmethoden. Dafür viel Erfolg.